und er schwingt komisch seinen Rüssel. Ja, letztes Jahr kam Grant am 20. Februar in die Mast. Davor das Jahr kam er am 22. Februar in die Mast. Jetzt haben wir Ende März und Grant ist noch nicht in Mast. Noch fängt es heute an. Ich zeige mal ein paar Verhaltensweisen, die er seit heute zeigt und die wir vielleicht als den Anfang der Mast deuten können. Da ist Grant jetzt und er schwingt komisch seinen Rüssel. Er fängt an zu rufen. Und da hat auch gestartet, ein bisschen Sekret an seiner Schläfendrüse zu laufen. Gestern war das noch nicht, das hat heute angefangen. Und er riecht wieder so mit seinem Rüssel. Das hat er heute den ganzen Tag noch nicht gemacht. Das macht er erst seit jetzt eigentlich, seit ein paar Minuten. Vielleicht ist das der Beginn der Mast, aber er hat noch keinen Urintropfen. Also bis jetzt noch kein Urintropfen, obwohl normalerweise das immer eines der ersten Anzeichen auch ist. Malka zupft da hinten etwas Gras und sie nimmt ein kleines Staubbad auch zwischendurch. Na, jetzt scheint sie doch mehr Gras zu zupfen. Vielleicht denkt sie aber auch darüber nach, ob Grant jetzt in die Mast kommt. Es gibt ja noch ein paar grüne Stellen im Gehege, am Wasserbecken. Und da am Hügel, es sollte sogar noch grüner werden. Es ist ja erst Ende März und im April kommt die Regenzeit, dann sollte die Anlage eigentlich nochmal grün werden. Tja, jetzt müssen wir doch nochmal beobachten, was mit Grant ist, der gerade im Haus ist, ob der nun in die Mast kommt heute. Da kommt er raus. Heute ist Sonntag, Ende März und eigentlich war er die letzten Jahre schon im Februar in der Mast, aber mal sehen, 2024, Ende März, vielleicht ist jetzt der Beginn der Mast. Ich hoffe ehrlich gestanden nicht, denn wir haben noch keine Fußpflege gemacht, seitdem ich da bin. Das haben wir morgen vor. Und wenn er morgen in Mast ist und dann nicht mehr auf die Kommandos reagiert, dann ist das sehr ärgerlich. Aber man sieht, er frisst noch. Das heißt, vielleicht ist er doch nicht in der Mast. Vielleicht kriegt man es morgen noch hin mit der Fußpflege. Denn wenn die Mast erstmal beginnt, dann ist er für die nächsten Wochen oder Monate in Mast. Und dann können wir für die nächsten Wochen oder Monate keine Fußpflege durchführen. Ja, das ist Malka, die grast richtig da oben. Und Grant fängt an, rein und raus zu laufen. Jetzt ist er schon wieder drin. Das hat er den ganzen Tag nicht gemacht. Aber seit jetzt vorhin, wo er gebrüllt hat, seit jetzt fängt er an, rein und raus zu laufen. Ich befürchte, die Mast, sie kommt doch langsam, aber sicher. Eigentlich ist sie ja sowieso längst überfällig. Aber ich befürchte, es geht jetzt wirklich los mit der... Da kommt Grant gerade wieder aus dem Haus. Man sieht, er geht also auch viel hin und her, was auch so ein typisches Mastanzeichen ist. Aber er geht jetzt zur Heuraufe, er geht jetzt fressen. Das macht er in der Mast sehr selten. Jetzt fressen beide hier,
an der Heuraufe. Aber bilde ich mir das ein? Oder hat er da einen klitzekleinen dunklen Fleck auch an dieser Drüse, an der linken Drüse? Das hat er vorhin noch nicht gehabt. 13 Uhr heute, da war dieser Schrei von Grant, ist da die Mast losgegangen, Ende März 2024. Vorher hat er da heute jedenfalls noch keinen Fleck gehabt. Jetzt ist es ungefähr 13.50 Uhr, 14 Uhr. Ich kann gerade nicht auf die Uhr schauen. Und ich glaube, dort einen dunklen Fleck zu erkennen. Ganz, ganz klein. Ja, da fressen die. Grant steht jetzt hier am Tor und fängt mit dem Rüssel wieder dieses Riechen und dieses Rollen an. Dieses Rumriechen mit dem Rüssel. Das habe ich heute vorher noch nicht gesehen. Naja, aber ich kann schon mal sagen, es wird auch viel am Hayfeeder jetzt gefressen. Und ein paar Stunden später ist der Hayfeeder schon leer gefressen und ich gebe den Elefanten neues Futter hier im rechten Hayfeeder. Und das schauen wir uns jetzt auch noch einmal an, wie zügig das geht, da die Elefanten nochmal zu füttern. Und man sieht, Grant ist auch ganz friedlich, der steht rechts und Malka auch, die steht links. Good morning, es ist der 1. April 2024 und Grant ist immer noch nicht so richtig in der Mast, aber es hat jetzt ein bisschen mehr angefangen, seine Temporaldrüse zu laufen. Also ich glaube, es geht jetzt mit der Mast los, deswegen heute beeilen, nochmal Fußpflege machen, solange es noch geht. Er ist ja schon ziemlich ungeduldig. Außerdem, gehen wir mal weg, die Elefanten, die sind ungeduldig. Außerdem wollen wir auch noch was an der neuen Tür machen. Diese neue Tür, das hatte ich ja schon gesagt, dass die gebaut wurde von den Zoohandwerkern selber nach meinen Plänen. Und ich bin jetzt zur finalen Abnahme da, aber ich kann sie noch nicht final abnehmen. Da muss noch ein bisschen was verbessert werden, noch ein bisschen was verändert werden, aber das haben wir vor, diese Woche zu machen. Heute ist Ostermontag und wir haben vor, das diese Woche zu machen. Und da gehen wir mal gucken. So, ins Elefantengehege. Und das ist die Tür und hier haben wir eine Verbindung von dieser langen Pipe da oben auf 3,50 Meter
und dann hier auf 1 Meter Höhe und natürlich hier unten einbetoniert. Da ist aber unser Vorhaben, dass wir auch auf 2 Metern und auf 3 Metern noch einmal so ein Verbindungsstück hier schaffen und das Ganze auch auf der anderen Seite. Hier ist sowas nämlich gar nicht. Also hier ist die Tür nur hier, dieser Pfeiler nur hier unten und da oben verbunden. Und das wollen wir auch auf 3 Meter, auf 2 Meter und auf 1 Meter noch machen. Zumal auch dieser Stopper hier, der ist nicht so wirklich hart. Also wenn der Bulle oder egal ein Elefant von der Seite gegen die Tür drückt, dann wird der Stopper nicht lange halten und dann könnte die ganze Tür rausfallen. Also das sind noch die Sicherheitsverbesserungen, die ich für diese Tür habe. Und wenn das erledigt ist, dann kann ich guten Gewissens die Freigabe für die Tür geben. Es kommen noch ein paar andere Kleinigkeiten hinzu. Wir wollen natürlich die Löcher in der Wand stopfen, die angefallen sind. Und es muss hier alles ein bisschen zusammengeräumt werden. Aber wenn diese Sachen erledigt sind, dann kann ich die Tür freigeben. Und ich hoffe, dass wir das diese Woche hinkriegen. Ich würde dann selber gerne mitarbeiten, wie ich das bisher auch immer gemacht habe. Egal ob Selbsttränke, Targetwand, Enrichment Tree, da habe ich immer mitgearbeitet. Das würde ich hier auch wieder machen und da würde ich dann hier auch wieder auf YouTube drüber berichten. Mal sehen, was der heutige Tag bringt. Ich möchte unbedingt Fußpflege bei Grant machen, bevor er so richtig in die Mast kommt und es dann nicht mehr möglich ist für wieder einige Monate. Also, mal sehen, was heute noch so alles passiert. So, hier ist der asiatische Elefantenbulle Grant und als hätte ich es geahnt, heute läuft hier schon deutlich mehr Sekret auf der rechten Seite, wenn auch gleich noch kein Urintropfen begonnen hat, aber es läuft heute deutlich mehr Sekret. Heute ist der 1. April 2024. Und auch auf der Seite läuft ein bisschen Sekret. Also man sieht, Grant fängt so ein bisschen an, in Mast zu kommen. Gestern 13.30 Uhr war so ein bisschen der Startschrei dafür. Er frisst zwar noch, das ist klar, in der Anfangsphase der Mast macht er das. Aber ich glaube, die Mast hat gestartet.
Ich konnte heute noch Fußpflege bei Grant machen, weil wenn er jetzt erstmal in Mast ist, dann ist das die nächsten Wochen und Monate ja nicht mehr möglich.